8.56 Uhr, guten Morgen. Wir haben heute Morgen den härtesten Knastausbrecher Deutschlands zu Gast, Detlef Kowalewski. Er ist Heavy-Metal-Musiker, dann kam das Kokain. Und nach der Festnahme floh er 1988 aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Köln. Dann ging es nach Amsterdam, auch dort erwischte ihn die Polizei wieder. Dann kam er in den sichersten Knast Europas. Aber auch da konnte er die Mauern wieder überwinden und auch da wieder ausbrechen. Dann floh er nach Brasilien und erlebte dort eine echte Knasthölle. Und seit fast 20 Jahren ist der Ausbrecherkönig wieder in Freiheit und hat seine Flucht und die Erlebnisse in den Gefängnissen jetzt aufgeschrieben. Guten Morgen, Detlef Kowalewski. Guten Morgen. Hallo. Ja, wie ist Ihnen denn die Flucht aus dem Gefängnis in Köln gelandet, wo Sie als erstes drin saßen? Ich bin eigentlich über die Mauer nachts, ne? Ein bisschen ausgekundschaftet und ja, 3,5 Monate war ich draußen. Was heißt ausgekundschaftet? Was muss man machen, damit man überhaupt rüberkommt? Du musst die Wachen, du musst genau wissen, es gibt dort einen Todeskorridor, den du von außen nicht sehen kannst, wo die Wachen praktisch innen rumlaufen mit Maschinenpistolen. Da musst du auskundschaften und sehen, dass die Wachen auf einer Seite sind und die anderen Wachen auf der anderen. Und wenn du dann in der Mitte bist, rufst du die ein, die kommen dann ein bisschen zurück, die anderen stehen dem gegenüber und dann hast du ungefähr 2 Minuten Zeit, über die Mauern zu klettern. Was heißt Weil denen können die ja nicht mehr schießen, die stehen sich ja gegenüber. Was heißt jetzt über die Mauern klettern? Kann ich mir das vorstellen wie ja, du Film? Hast ja erst ich werfe ein Bettlaken drüber und dann... So ähnlich, ja. Du hast erst eine Mauer, die ist 3 Meter hoch, da musst du rüber, das geht relativ schnell, da brauchst du ein paar Sekunden. Dann hast du einen Zaun, wo du eigentlich gar nicht rüber kannst, weil du gar nicht reingreifen kannst. Und oben halt NATO-Draht, wo man sich also nicht nur piekt, sondern auch wirklich komplett aufschneidet. Und da musst du auch sehen, dass du da durchkommst, aber kannst ein paar Decken drüber werfen und... kommt man da schon irgendwie durch. Ne? Und dann bist du in einem Todeskorridor. Und dann musst du praktisch diese 3 Hürden musst du praktisch machen innerhalb von 2 Minuten, weil die Jungs, die Beamten da sind alle ein bisschen fülliger. Ne? Und ich habe mir Montag auf Dienstag ausgesucht, weil... da also liegt viel im Magen. Ganz genau. Ne? Die das Familie ist so, ja, ja, klar, sicher. Ne? Und die Beamten für, ich denke mal, das waren so 300 Meter von jeder Seite, dann brauchen die locker auch 3 Minuten. Dann zu laufen. Also, da kommt man in Seelenruhe praktisch an der Mauer, zack, hoch und rüber. Und dann sind Sie ja, nachdem Sie dort ausgebrochen sind in Köln, sind Sie nach Amsterdam. Ja. Ja, ja. Und auch dort sind Sie wieder im Knast gelandet. Wie kam es dazu, dass Sie da ins Gefängnis kamen? Ja, in der Unterwelt musste ich mich irgendwie zurechtfinden jetzt da. Ne? Ich war ja auf der Flucht. Ich konnte ja natürlich jetzt nicht irgendwie irgendeinen Job anfangen und musste mir Papiere besorgen. Und der Typ, der mir die Papiere besorgt hat, der wusste jetzt, wo ich wohne und hat natürlich auch andere Geschäfte gemacht. Und irgendwann mal stand er bei mir nachts vor der Tür um 4 Uhr morgens, klingelte, sagte, kannst du das mal eben für mich aufbewahren? Ich komme in 3 Tagen wieder, hol das ab. Das waren Bilder, das waren Andy Warhols und weiß ich nicht was. Geklaute Bilder für 5 Millionen US-Dollar damals. Ich hatte keinen Plan davon, überhaupt gar keine Ahnung. Da war eine Box und eine Kiste, irgendwie habe ich die mal hingestellt. Und nach 3 Tagen kam nicht er wieder, sondern so eine Einsatzkommando. Die haben den wohl schon verfolgt und irgendwie haben die mich beobachtet und geguckt, ob ich da irgendeine Bewegung mache. Aber ich habe die Dinger nur aufgehoben. Ja, und dann bin ich dann wieder in den Knast da. Und dann haben die mich diesmal natürlich... etwas sicher irgendwie weggepackt. Amsterdam gilt ja eh als einer der sichersten Gefängnisse Europas. Ja, ja, der ist so. Ja, den haben die ganz neu gebaut. Ich war auch der Erste in der Zelle da und so weiter. An dem Tag, wo ich da abgehauen bin, kam sogar eine EU-Kommission mit dem Bürgermeister von und dem Justizminister von Holland, dem Bürgermeister von Amsterdam. Die haben alle hier rumgeredet, alles gezeigt, wie toll das da ist und wie sicher der ist und so weiter. Die waren, glaube ich, um 7 Uhr weg und ich war um 9 Uhr weg. Und dann haben Sie die alle mal an der Nase rumgeführt und Sie sind nämlich ausgebrochen dann. Ja, ja, klar. Wie geht das, wenn es das sicherste Gefängnis Europas sein ja, soll? Ja, muss aufmerksam sein, muss einfach beobachten. Ne? Also die haben alles mit Kameras beobachtet. Ne? Also, und in Holland ist ja auch ab und zu mal ein bisschen windiger. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass die Außenkameras, sobald stürmisch da war, konntest du nichts mehr sehen auf den Dingen, war nur noch ja, aber sind Sie jetzt so unglaublich klug oder sind die ganzen Justizvollzugsanstalten eigentlich so unglaublich? Nein, die sind nicht dumm, aber die sind betriebsblind. Ja, das heißt, wenn du 20 Jahre so einen Job machst, siehst du Sachen, die eigentlich total offensichtlich sind, siehst du nicht mehr. Ne? Wie sind Sie da ausgebrochen in Amsterdam? Auch über die Mauer geklettert. Also ich habe die Gitter weggesägt, ich habe die... Aber wo kriege ich im Knast die Säge her? Die steht ja nicht einfach in der Ecke rum. Natürlich nicht. Ne? Es gibt Gefangene, die dealen mit Koks, mit Heroin, mit Hasch, mit allem möglichen Mist da im Knast. Und dann gibt es die Sägefraktion. Ja, aber die Säge darfst du natürlich nicht sagen, dass du da ausbrechen willst. Du sagst, hey, willst ein bisschen basteln, deine Zeit vertreiben, ich brauche irgendwas, wo ich ein bisschen... Und so, dann kriegst du schon deine Säge, weiß nicht, 20, 30 Euro. Und dann sind Sie nach Brasilien weiter? Ja, da habe ich mein Segelschiff gekauft, hatte keine Ahnung vom Segeln irgendwie so. Ich habe gedacht, am besten ein Segelschiff, weil da kann die ganze Familie direkt mit und da wird es nicht so kontrolliert. Ne? Also habe ich dann auch Segeln gelernt. Ja, und dann Brasilien-Knast war natürlich eine andere Nummer. Wie kam es dazu, dass Sie in Brasilien Ja, da hat mich jemand aus Köln wiedererkannt und der hat mich dann erpresst. Der war ein Junkie, das war ein Junkie in Kölner, der auch hier auf der Justiz irgendwie vor der Justiz abgehauen ist in Deutschland.
Und der hat mich an der Drogenmafia der kolumbianischen verkauft. Er hatte halt die Info gehabt, dass ich auf der Flucht war mit Segelschiff. Und die haben dann versucht, mich zu erpressen, dass ich für die fahre. Warum ist Ihnen da aus dem Knast denn auch wieder die Flucht gelangt? Ja, da bin ich auch abgehauen, aber unten auf der Straße haben sie mich direkt gekriegt und dann war da noch mal mehr Hölle. Dann kam ich an so eine Box, die war einen halben Quadratmeter groß, irgendwie einen halben Kubikmeter groß, rein für 3 Tage. Jede Schicht hat mich dann rausgeholt, dann brutal zusammengeschlagen, damit ich genau weiß, bei der Schicht darf ich nicht abhauen. Was ist denn so der Unterschied zwischen einem brasilianischen Gefängnis und einem europäischen Gefängnis, also ja, Amsterdam Brasilien, oder Köln? In Brasilien hatte ich Zeit, ein Buch zu schreiben. Ne? Da und, aber ist der Knastalltag härter da? Ja, der ist schon härter, aber der Zusammenhalt ist auch wesentlich besser. Ne? In Deutschland, offene Knast, ich weiß nicht, ist schon heftig. Ne? Wenn er hinten in der Zelle furzt, dann wissen die sofort vorne Bescheid, was du gemacht hast und so. Ne? Und in Brasilien, wenn irgendjemand verrät, dann bist du tot am nächsten Tag. Die ganze Geschichte haben Sie auch in einem Buch noch zusammengefasst? Ja, das war eigentlich mehr oder weniger ein Tagebuch. Und ich habe für Human Watch Rights war ich praktisch Spion im Gefängnis und habe halt den Berichte geschrieben, weil die ja über die Gefängnisse wollten die ja mal berichten, wie und die dann auch raten, wie gefährlich die sind und so weiter und so fort. Und die habe ich einem Pastor immer übergeben, meine handgeschriebenen Zettel. Und der hat mir die, als ich dann hier nach Deutschland kam, dann zurückgeschickt und daraus dann ein Skript entstanden. Und dieses Buch ist eigentlich vor 28 Jahren geschrieben worden oder vor 25 Jahren. Und das war eigentlich nur so eine Schnapsidee, so bei Kaffee und Kuchen irgendwie, dass ich das Buch mache. Ja, hier ist das Buch. Spannende Geschichte. Vielen Dank, Detlef Kowalewski. Bitte.